für mich einer der wichtigsten Punkte, gerade in unserem gemeinsamen Unterricht, ist eben, dass auf der Peters Map die Größen der Kontinente eben richtig abgebildet sind. Und das heißt, wenn wir einfach nur mal den Umriss der Mercator-Karte über die Peters Map legen, dann sehen wir, dass sonst zum Beispiel der afrikanische Kontinent einem sehr, sehr klein vorkommt, der aber auf einmal in der Peters Map eben wesentlich größer ist und im Gegensatz zu Europa. Also sozusagen der globale Norden ist auf einmal sehr, sehr groß und in der Mercator-Karte und wird in der Peters Map halt dann wesentlich kleiner und das macht ja was. Also wenn ich immer das Gefühl oder immer sehe, dass Afrika vielleicht zum Beispiel, nehme ich jetzt als Beispiel, relativ klein ist, dann ist das in meinem Kopf auch irgendwann klein. Und genauso, warum, welche Nord-Süd-Ausrichtung nehmen wir auf Karten? Ja, also es gab eine lange, lange Zeit, da waren Karten südlich ausgerichtet. Und auch das macht was, weil unsere Geografielehrer ermahnen uns ja immer, sag nicht oben und unten, sag Norden und Süden. Aber genauso denkt nämlich unser Kopf oben und unten. Und mit oben verbinden wir immer das Gute, dass die, die erfolgreich sind, bla bla bla, und mit unten eben andere Dinge. Und natürlich setzt sich das fest, das heißt, so funktioniert ja Lernen. Also deswegen sagen uns unsere Lehrer ja immer, wiederhole deine Vokabeln jeden Tag. Je öfter wir was hören, sehen, vernehmen, desto mehr glauben wir das dann auch. Also wenn wir immer diese Mercator-Karte sehen und nie die anderen, dann festigt das unser Weltbild und macht was mit uns. Und ich glaube, das ist eben für alle SchülerInnen überhaupt nicht gut und ein Verbrechen an all unseren SchülerInnen, egal ob schwarz, of color oder weiß, weil wir sozusagen gezwungen werden, ein bestimmtes Weltbild zu übernehmen und uns nicht, unser Gehirn sozusagen schon so normativ gebildet wird, dass alles andere wegfällt. Also müssen wir diskutieren, aber wieso wählen wir diese und warum wählen wir nicht die andere? Und diese ganzen Fragen sozusagen uns zu stellen und dann anzufangen darüber zu sprechen, das macht sozusagen etwas mit unserem Kopf und wir können dann wählen und sehen, ganz klar, eben die Mercator-Karte war sehr, sehr sinnvoll für Menschen, die aus Europa losziehen wollten und einfach die ganze Welt erobern und andere Menschen unterdrücken in der Folge und ausbeuten und so weiter. Und das hatte halt einen Sinn. Ja? Und diesen Sinn dann auch vielleicht zu hinterfragen und zu gucken, ah, warum wird es weiter tradiert und wieso ist das so, warum entscheiden wir uns dafür, warum gibt es nicht beide, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Karten und so weiter. Was ist in der Mitte, was ist zentriert dargestellt, was eben nicht und so weiter. Das sind ja alles Anlässe, wo Bildung entsteht, wo wir anfangen zu denken durch die Fragen, die wir uns stellen. Und das findet eben einfach nicht statt, wenn wir es immer nur einseitig gebildet werden. Peters hat gesagt, dass das halt für ihn eben ganz klar eine Fortführung von kolonialem Wissen ist und dass wir eben das perpetuieren, also weiterführen sozusagen die Vormacht des globalen Nordens damit eben weiter implementiert wird und ist dafür ganz stark bekämpft worden. Ganz hart. Und wir sehen das halt, dass diese Karten eben auch nicht auf dem afrikanischen Kontinent benutzt werden. Ne? Also wir, allein wenn wir die Schulbuchproduktion zum Beispiel uns angucken, weltweit und so, wer sind da die Global Player und wer verteilt das Wissen, wer verteilt sozusagen das normierte, normative Wissen über die Welt, dann kriegt man schon das Gruseln. Also, wie gesagt, weil eigentlich ist die Idee ja, viele Ideen kommen zusammen und dadurch gebiert sich Neues und stattdessen bleiben wir halt einfach in dem gleichen alten Sumpf und tun Gutes für ganz wenige und Schlechtes für ganz viele und erhalten Systeme. Aber natürlich gibt es hier in Deutschland andere Bestrebungen, zum Beispiel im Rahmen der Migrationspädagogik und so weiter, das anders zu denken. Ja, Paul Mitchell und so weiter wären da Beispiele,
Da gibt es schon Leute und natürlich gibt es überall auf der Welt auch Gruppen von Menschen, die anders lernen. Aber das als System oder so oder beschrieben in so einer Art von, da gibt es ein Buch drüber, da kann ich nicht so viel zu sagen. Aber wir wissen, dass informelles Wissen zum Beispiel ganz anders funktioniert. Eben im Sinne, wer lernt wie, was wird jungen Menschen schon wann zugetraut, zugemutet und so weiter. Und wie funktioniert das zu lernen von meinen Großmüttern oder eben nicht. Ja, also das alleine sind ja sind Lernformen, die sind aber nicht unbedingt institutionalisiert, aber doch ganz anders. Und ich glaube, davon könnten wir sehr viel lernen.